Wer über Anime reden möchte, kommt an Toei Animation kaum vorbei. Kein anderes Studio hat über so viele Jahre so viel zur Anime-Industrie beigetragen. Als Nichido-Film gehörte der Vorgänger der heutigen Firma Toei Animation zu den ersten japanischen Animationsstudios, die nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet wurden. Doch zu größeren Projekten kam es erst, als Toei die kleine Company 1956 aufkaufte. Unter Filmproduzent Hiroshi Okawa wurde eine Zeichentrickabteilung aufgebaut, die es irgendwann mit Disney aufnehmen sollte. Und so vereinten Toeis Filme nicht nur Animationslegenden wie Yasuchi Mori, Yasuo Otsuka und Isao Takahata, sondern auch die Mittel des Mutterkonzerns. Beginnend mit Hakusha Den 1958 dominierte Toei das Medium mit fast jährlichen Filmen wie Sayuki, Horus no Daiboken oder dem gestiefelten Kater, dessen Protagonist Pero auch das heutige Firmenlogo schmückt. Als Anfang der 60er das Zeitalter der TV-Anime anbrach, gehörte Toei ebenfalls zu den ersten. Seit 1963 produzierte das Studio, angefangen mit Okami Shonen Ken, neben seinen Filmen auch fürs Fernsehen und hob sich auch hier von der Konkurrenz mit seinen hohen Produktionswerten ab. In den 70ern gab Toei so wesentlich die Trends des ständig wachsenden Anime-Markts an. Als große Erfolge erwiesen sich damals Magical Girls oder Machoko, die auf Mahoutsukai Sally und Himitsu no Ako-chan in den 60ern zurückgingen und auf die Toei bis in die 80er das Monopol hatte, und Mecha-Serien, die nach der Umsetzung von Go Nagai's Mazinger Z aufkamen. Sora ni sobieru kurogane no shiro. Ein anderer Science-Fiction-Mangaka, der neben Nagai in dieser Zeit viel mit Toei zusammenarbeitete, war Reiji Matsumoto, dessen Captain Harlock und Ginga Tetsudo Surin 9 zu Favoriten der früheren Otaku-Szene wurden. In den 80ern traten vor allem die Adaptionen aus dem Weekly Shonen Jump in den Vordergrund. Von Comedy-Titeln wie Kinnikuman, Hibari-kun und Dr. Slump bis zu den späteren Action-Hits Hokuto no Ken, Dragon Ball und Saint Seiya setzte Toei die größten Serien des Magazins um. Der Strom an Hits riss auch über die nächsten Jahre nicht ab, und so bescherte uns Toei seitdem zum Beispiel Sailor Moon, Digimon und natürlich One Piece. Die Piratensaga macht gemeinsam mit den jährlichen Precure-Serien und dem seit 2009 wieder aufgenommenen Dragon Ball bis heute die wichtigsten Standbeine des Studios aus, sowohl im Fernsehen als auch im Kino, wo Toei Animation auch nach mehr als 60 Jahren regelmäßig an der Spitze der Industrie steht.